Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr verehrte anwesende Gäste, besonders Herrn Bergrath, weil er an meiner Seite steht, darf ich begrüßen. Es ist schön, dass er bei uns ist mit seinem gesamten Gefolge. Der Tag heute ist ein Tag der Freude und der Fördermittelbescheid ermöglicht die Finanzierung der Landesgartenschau. Die Fördermittel sind ein wesentlicher Baustein für die Finanzierung. Und ich will mal ein paar Beispiele nennen, was aus diesen Fördermitteln heraus finanziert wird. Das ist nämlich die Sanierung der Wege, der historischen Parkanlagen, die Pflege des vorhandenen Baumbestandes, aber auch der Freischnitt von Sichtachsen, um die Landschaft der Saale, die Auenlandschaft, erlebbar zu machen für den Kurparkbesucher. Und ein Projekt neben den Spiellandschaften, die auch aus diesem Sockelbetrag heraus gefördert werden, ist der Weinberg, der an der Südspitze des Parkes neu angelegt wird. Der ist historisch belegt und er soll aber nachhaltig sein. Und das wird er sein, denn er wird in die Bewirtschaftung eines Winzers übergehen nach der Landesgartenschau. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Das ist eine große Motivation heute für uns, dass Sie da sind. Und wir freuen uns auf die Herausforderung. Wir gehen sie motiviert an. Ja, Herr Ministerpräsident, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben schon mal einen kleinen Informationstermin davor geschaltet, wo wir ein paar Themen besprochen haben. Aber jetzt bin ich hier mit Frau Dawert als auch zuständige Ministerin für die Landesregierung da, um auch einen weiteren Baustein für die Realisierung der Landesgartenschau vornehmen zu können. Und ihr habt ja sicherlich sehr fleißige Eltern. Ne? Die arbeiten jeden Tag ganz hart und müssen immer viel Steuern bezahlen. Und weil die viel Steuern bezahlen und das ein besonders schöner Ort ist und die Landesregierung 2017 festgelegt hat, hier kommt die Landesgartenschau hin, kommt ein nicht unerheblicher Teil dieser Steuern wieder zurück hier in eure schöne Stadt. Und das ist, denke ich mal, auch wichtig für die Kinder zu wissen, dass wir nicht von irgendwo das Geld geholt haben, sondern dass die Menschen erst hart arbeiten müssen und dann kann man das ausgeben und schöne Bauten machen und hier alles wieder herrichten, den Park und was hier alles noch zu machen ist. Und ich habe den Zuwendungsbescheid jetzt hier und vorhin habe ich die ganzen rechtlichen Vorschriften vorgelesen, das erspare ich uns jetzt. Hier steht einfach drin, Durchführung der Landesgartenschau, eine Zuwendung bis zur Höhe von 5 Millionen Euro. Die können Sie jetzt hier verborgen. Herr Bürgermeister. Herzlichen Dank. In guten Händen, wo ist der Stadtratsvorsitzende? Ja. Also ja, stimmt ja. Ich habe auch gerade um ein Telefon hier drüber gereicht. Ja, ja. Anders, ja. Also ich dachte, Sie sind kurz verschwunden. Nee, nee. Nein, also der Stadtratsvorsitzende mit dem Rat und der Bürgermeister, die sind jetzt dafür verantwortlich, dass das alles prüffähig ist. Und wir wollen die Prüfdauer von einem halben Jahr auf 4 Monate verkürzen. Oh, das haben wir. Wir hatten schon beim Vorgespräch haben wir so ein paar Probleme ausgetauscht und da ist schon angekündigt worden, das muss jetzt umfänglich geprüft werden und dauert ein halbes Jahr. Wir können auch jetzt nicht ein halbes Jahr lang hier prüfen lassen und hier wird nicht gebaut. Wir müssen jetzt die Saison nutzen. Sobald der Winter durch ist, geht es richtig los. Und einiges ist ja schon zu sehen hier hinten, das wird alles erneuert, hier der Bereich hier. Und vielleicht finden wir sogar noch mit Harald Möller eine Möglichkeit, nochmal nachzubuddeln, wo die schöne Schamanin gelegen hat. Ja, müssen wir mal eine Blocktagung machen. Vielleicht finden wir da die Differenz für die Kosten, die entstehen für die Stadt. Der Möller findet ja immer was. Das vergräbt doch vorher was. Also in dem Sinne wünsche ich der Stadt und der gesamten Region alles Gute. Der Herr Franz ist immer mit dabei. Von Leuner, der war auch gerade mit dabei. Die Wirtschaft ist sehr interessiert daran, dass dieser Lebensraum weiter aufgewertet und verschönt wird, weil Menschen, die hier arbeiten sollen, sollen ja möglichst auch hier leben. Und diese Landesgartenschau wird dazu beitragen, dass die Lebensqualität sich weiter steigert, dass wir mit dem Naturschutz, auch was Bäume, Alleen und Ähnliches anbelangt, noch gut zusammenkommen, sodass das also alles fristgemäß eröffnet wird. Und ich kann noch mal sagen, alle Repräsentanten der Stadt, die im Burg gewesen sind, um den Staffelstab zu holen, die haben eine tolle Leistung abgeliefert. Man würde heute sagen, eine tolle Show
geliefert, und zwar mit Kostümen und mit Tanzeinlagen und so weiter und so fort. Das war also richtig gut, dass man gesehen hat von einem Ort zum anderen, und das, was hier gemacht wird, ist in guten Händen. Es ist inzwischen die kleinste Stadt, die so etwas macht. Da muss man erstmal Mut dazu haben, aber sie haben die drittgrößte aus dem Rennen geschlagen. Also, ja. Und die anderen Hauptstädte, die finden auch ihre Wege. Also das ist schon ein gutes Konzept, und ich glaube, wir können uns alle freuen, wenn wir 2022 mit Ihnen gemeinsam feiern. Zwischendurch werden wir mal was einzeln eröffnen. Bis dahin bleiben Sie schön gesund, und den Winter überstehen wir auch noch, und dann fangen wir an, die 5 Millionen zu verbauen. In dem Sinne, alles Gute.